Hunderte Menschen klatschten, als der Sarg der Journalistin Lyra McKee zu den Beisetzungsfeierlichkeiten in die St. Anne's Cathedral in Belfast gebracht wurde. Die 29-Jährige war bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Stadt Londonderry erschossen worden. Britische und irische Partei- und Regierungschefs kamen zur Trauerfeier. Der Pfarrer sagte unter Beifall: Eine jüngere Generation kommt gerade nach, die braucht keine Waffen. Sie brauchen Arbeit. Sie brauchen eine bessere Gesundheitsfürsorge und eine bessere Ausbildung. Sie brauchen ein Leben, keine Waffe in der Hand. McKee hatte während der Krawalle am vergangenen Donnerstag in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen gestanden, als eine Kugel ihren Kopf traf. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe Neue IRA bekannte sich zu der Tat, stellte sie aber als tragisches Versehen dar.